Moin Moin, willkommen auf diesem Kanal. Mein Name ist Eigenregie. Wir werden heute Woodbox Opening Januar machen. Und zu meiner Freude muss ich sagen, ich habe diesmal einen riesen Karton gekriegt. Den werde ich mal holen. Guck mal, was das für ein Oschi ist. Hell yeah. Was wird sich darin nur verbergen? Das werden wir gemeinsam öffnen. Also ich muss sagen, ich habe noch nie so eine große Woodbox gekriegt. Und ja, erstmal ein bisschen Pappe, ne? Muss ja. Dann ist im Karton noch ein kleinerer Karton. Okay, was von Marvel? Eine Marvel-Fanbox umgeschaltet. Ah ne, warte mal, hier so rum. Rechts, spielverkehrt. So haben wir es, so haben wir es. So, das soll da wahrscheinlich drin sein, eine Figur, ein T-Shirt, eine Cappy und ein oder zwei. Aber eine Tasse ist wieder drin sein. Ich frage mich nur, warum ich das Ganze gekriegt habe. Aber das werden wir ja gleich in der nächsten Box sehen. Wird bestimmt irgendwo drin sein, warum ich dieses extra dazu bekommen habe. Vielleicht, weil ich ein Jahr bei Woodbox bin, eventuell. I don't know. Ich habe ein bisschen mehr Licht reingebracht. Ich weiß nicht, ob es auffällt. So. Habe die Box geöffnet. Ja, da ist einmal eine Figur drin. Der Thanos, Pop-Up-Figur. Dann eine Cappy. Weil ich sagen muss, ich bin nicht so der Kerbenputzenträger. Wird mir wahrscheinlich auch nicht passen. Also kommt vom Style her. You are beautiful no matter what they say. Words can't bring you down. Oh no, you are beautiful in every single way. Yes, words can't bring you down. Oh no. Die Tasse. Auch cool, Tassen sind nie verkehrt, ne? Kann man immer gut gebrauchen. Und dann natürlich das T-Shirt. Ich mach's mal auf. Iron Man ist das, glaube ich, müsste das sein. Nicht schlecht. So, und jetzt kommen wir eigentlich zur eigentlichen Woodbox, die im Normalfall eigentlich diese Größe hat. Ja, da sieht man, warum ich eventuell verwundert war, als ich das Großpaket hatte. Wollen wir mal reingucken. Die Haare, ey, die sind so lang geworden. Ich war kurz vor dem Lockdown, nur beim Friseur. Nein, wenn man so guckt, die Haare, die hier oben sind, ey, die reichen mir schon bis zu den Ohren. Gut, dass es Gel gibt und Haarspray und den ganzen Shit. Oha, hier ist ja richtig viel drin. Okay, was haben wir denn hier? Einmal von Overwatch. Ich glaube, das sind 3D-Coasters. Untersetzer für Getränke und so. 4 verschiedene Versionen gibt es davon. Nicht schlecht. Dann den Woodbox-Pin für den Januar. Was ist das denn? Heroes. Woodbox Heroes. Okay. So, was haben wir als nächstes? Call of Duty Flashlight. Das ist ein geiles Gimmick. Ne? Das sieht auch cool aus. Passt auch Call of Duty momentan. Ich hab viel gezockt, ne? Wow. Und eine Toy Story Pop-Up-Figur. Buzz Lightyear. Geil. Früher immer gern geguckt. Ne? Wie heißt Toy Story? Das ist wohl cool. Das ist auch eine Sache, an der ich so ein bisschen Erinnerungen gibt. Von früher. Oft damals mit meinem Kumpel auf der PlayStation 1 oder 2 auch gerne Toy Story gezockt. Auch gern die Filme geguckt davon. Das war echt cool. Und was haben wir hier noch für ein T-Shirt? Transformers, Autobots, Cybertron T-Shirt, naja, schlichtes Grau, Transformers, da habe ich nur Teil 1 und Teil 2 wirklich gesehen, 4 habe ich glaube ich auch nur, war das das mit dem Schauspieler von Ted, ja ne, das habe ich noch nie mal geguckt, das habe ich mit einem Kumpel glaube ich 5 Minuten angeguckt, haben wir die Scheiße wieder ausgemacht, ja das ist mal cool, 2 T-Shirts, leider ein Grau ist jetzt nicht so die krasse Farbe, die ich feiere bei T-Shirts oder bei Pullover allgemein. Aber freut mich. Ist wieder ein cooler Stuff dabei gewesen. Coole Sachen. Ja. Das war auf jeden Fall die Woodbox Januar. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Feedback, Kommentare gern gesehen. Macht es gut.